So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, ich bin ein bisschen neugierig auf Mixed Realities, deswegen nehme ich jetzt weiter auf. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee, aber es war bisher immer eine schlechte Idee, übermüdet aufzunehmen. Wir gucken trotzdem mal in Mixed Realities rein. Und wenn es jetzt was zu Schwieriges sein soll, haben wir ja im Prinzip noch zwei Optionen und können auch da mal gucken, was so los ist. Okay, also vielleicht wird es jetzt auch so ein Part, wo ich ein bisschen in die Level reingucke und wir die dann im nächsten Mal machen. Aber grundsätzlich, mal gucken, was kommt. Mixed Realities. Bitte nichts mit LR. Okay, da sind Dinge passiert. Okay, was muss ich tun? Press L or A to switch gravity. Ach, das geht nur, wenn ich in der Luft bin. Nee. Hey, ich drück's gerade, was passiert nichts. Hey, hier geht. Hä? Wieso. Okay, es geht am Anfang irgendwie nicht. You cannot spin on land on sprites, ja. This only works while not in. Und es wirkt irgendwie nicht hier. Also hier wirkt es irgendwie noch nicht. Da geht's noch nicht, interessanterweise. Hier geht's dann schon. Es ist immer dann, also es ist dann machbar, wenn ich. Oh, wie musste ich die Tasten machen? Hier Spin Jump, hier wäre Rennen. Oh je. Wir können es mal so probieren. What? Der muss da unten landen irgendwie. Dann wird der umgeswitcht. Okay. Oh, das war der falsche Knopf. Ah, dann muss ich die Taste drücken. Okay, das sollte hinzukriegen sein. Jetzt, zack. Oh. Das darf nicht ich auslösen, das muss der Typ auslösen. Aber wie gebe ich dem denn jetzt... Ach so. Ach so, der fällt einfach runter. Okay, der fällt runter. Ah, ich kann nicht Spin Jump. Ich daran die nicht kaputt. Ja, verstanden. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, aber wie gesagt, LR-Gimmicks, glaube ich, werde ich erstmal. Die werden sicherlich angenehmer, wenn ich das mit Dings mache, mit Gamepad. Mit Tastatur ist es doch sehr weird. So, also jetzt angenommen, ich drück den. Dann springe ich darüber und dann sehe ich noch nicht, was weitergeht. Aber wir können es noch, also noch komme ich ja voran. Wir können es noch probieren. Noch ist es jetzt nicht wegen LR gescheitert, sondern weil ich halt unfähig bin. So. Jetzt hätte ich den eher loslassen müssen, ne? Weil jetzt geht er kaputt. Ja, klar. Ah, ich muss den sofort loslassen. Okay, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Ist in Ordnung. Zu viele Tasten.
Zu viele Tasten, die man verwechselt. Ich wollte springen. Ja, keine Chance. Der frisst den weg. Wenn ich den nicht sofort mitnehme, frisst er den einfach auf. Okay, und dann springe ich da drauf. Also so weit, so gut. Will doch nur auf dem Block landen, das muss doch möglich sein. Ah, nicht auf... Ah. Nicht die falsche Taste drücken. Nein, jetzt habe ich wieder... Jetzt drücke ich alles falsch. Ba, 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 ba. Nimm ihn doch mit. Nimm ihn doch mit. Warum nicht? Oh, das war... Das war zu bald. Ich glaube, wir gucken gleich mal in die anderen Level rein. Ich glaube, das ist jetzt... aktuell nicht die beste Idee. Okay, und jetzt? Ja, was mache ich denn dann da? Einfach weiterspringen oder was? Ja, das sieht mir jetzt wieder nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hey, was soll ich tun? Verstanden. Gravity wechseln, Shell kicken, dann unten drauf springen. Oh, Junge, ich hab's verstanden. Mann, nimm ihn halt mit. Ups. Nee. Zu hoch. So auch nicht. Nein. So auch nicht. Da da da. Da da da. Okay, wir gucken mal in ein anderes Level rein. Das ist mir gerade zu blöd. Liegt nicht am Level. Liegt nicht am Level, bevor mich wieder jemand falsch versteht. Boons Boo Blast. Was muss ich hier tun? Bitte nichts mit L und R. Hi. Kann ich auf die Spin jumpen? Ja. Ist das einfach nur der Angler als Boo? Der verfolgt einen jetzt halt in dem Level so ein bisschen. Also verhält er sich... er verhält sich nicht wie der Angler, aber... so von der Art her, dass man ihn so ein bisschen hin und her schaukeln kann.
wirkt schon auch so. Ja, okay. Okay, jetzt hier Spin Jump. Mhm. Mhm. Oh, was kam da denn hoch? Aber bisher ganz cool. Muss ich ja sagen. Mag auch die Musik hier. Mach auch die Musik hierzu. Das ist ganz cool, das Level bisher. Mist. Okay, so, was seid ihr? Einfach ausweichen. Denen einfach ein Ort. Einfach ausweichen. Die sind nichts. Die sind gar nichts. Einfach ausweichen. Ja, das wäre, glaube ich, eh von ihm her kritisch geworden. Okay. So. Ja, das war's doch schon. Oh, und dann ist schon auch schon die Röhre. Ist das dann schon der Midway? Das wäre super kurz und richtig einfach gewesen, aber soll mir recht sein. Dann hätten wir zumindest Erfolg in dem Part. Mensch, Depp. Zu langsam. Ich mag das Level, das ist richtig cool. Nein, ich trepp. Ich trepp. Ja, das war irgendwie nicht so gut getimed. Easy. Nein, ich... Ach, jetzt mache ich wieder Blödsinn hier. So. Come on. No. Wie oft will ich noch auf dem Spinjump am Anfang? Ah Mann, wir waren doch schon bei der Röhre hinten und es war nicht schwierig. Wieso stelle ich mich jetzt so an? Es war echt nicht schwierig. Wieso stelle ich mich jetzt so an? Ich sterbe die ganze Zeit an Stellen, an denen ich vorher überhaupt keine Probleme hatte. So, danke. Ist doch schon viel besser so. Zack, jetzt einfach hier durch.
Okay, da kommen halt dann ein paar mehr von den Viechern. Ist in Ordnung. Die kriege ich auch noch weg. Oh, das könnte... Ja. Irgendwas ist da schief gelaufen. Gut. Ah, Mist! So. Bin zu blöd für die Röhre. Bin zu blöd für die Röhre. Es ist auch echt traurig. So. Okay. Okay. Gott. Nö! Nicht daran. Ach, das war ärgerlich. Ich hatte das Gefühl, ich komme durch. Hat man, glaube ich, in meinem Aufschrei gehört, dass ich das dachte? Yikes! Nein! Ich müsste mal wissen, ob ich auf den kleinen Dingern auch spinjumpen kann. Das muss ich mal testen. Was das für Viecher sind. Ich kann es nicht testen. Vielleicht testen wir es einfach nicht und tun so, als könnte ich es nicht. Gut. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ja. Mann! So. Ach. Ach, jetzt geht sie unten. Moment, Stressball. Das hat von echt geholfen, was so die Entspannung anging. So. Bevor ich rumschimpf, kommt der Stressball. Wie der Bu, der ist auch ein Stressball. Ach Mensch! Rexvieh, was bist du? Sind die so wie die... Oh, ich glaube, die sind so wie die Masken, die auf den Schlüssel gehen. Nur, dass die auf Mario gehen scheinbar. Kann das sein? Bewegen die sich wie die Masken? Ich glaube, ich kann nicht auf den Spin jumpen. Ich glaube, ich darf die einfach gar nicht berühren. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Aber nee, wenn es die Masken wären, würden die ja umkehren. Die kehren um! Oh mein Gott, das sind die Masken. Thank you.
wir gucken mal kurz ins in dritte Level rein. Ich habe gesagt, wir machen so eine kleine Preview. Schletui. When flying off a wall with cape, make sure you don't switch or let go of a direction until after you jump. Okay. Okay, ist das so ein Lauf nach oben Level? Oh Gott, Hilfe. Ah, das darf ich nicht machen. Okay. Ah, unten durch, verstanden. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Das ist auch ein interessantes Level. Aber das mit dem Buch, ich glaube, das hätte ich schon schaffen können. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie wieder zu unkonzentriert geworden auf Schluss zu. Okay, wie war das nochmal? Ich soll nicht... When flying off a wall with cape, make sure you don't switch or let go of a direction until after you jump. Das habe ich ja nicht gemacht eigentlich. Aber dann fliege ich so runter. Das will ich ja wahrscheinlich gerade eben nicht. Bin verwirrt. Ich bin leicht verwirrt. Ja, aber wie soll ich denn... Ich fliege immer nach unten. Das will ich ja nicht. Wie soll ich das verhindern? Ich glaube, wir beenden den Part gleich. Also, wir haben jetzt ein bisschen Level gesehen und das ist okay. Aber ich glaube, so richtig schaffen werde ich jetzt keins. Am ehesten noch das mit dem Buu. Aber ich merke einfach, wie ich zu müde bin. Aber wir haben einiges gesehen. Ich denke, das war ganz cool. Da wissen wir so ein bisschen, was die nächsten Parts auf uns... zukommt. Ja, aber ich... Ah, ist irgendwie so rüber. Okay. Irgendwie so rüber. Nicht so. Nochmal lesen kurz. When flying off a wall with cape. Flying off.
Make sure you don't switch or let go of a direction until after you jump. Wahrscheinlich passiert dann genau das, was ich eben gerade nicht möchte. Und deswegen passiert es auch die ganze Zeit. Aber wenn ich die Richtung wäre... Ich... Ja, jetzt habe ich nicht die Richtung... Ich verstehe es nicht. Until after you jump. You don't switch or let go of a direction until after you jump. Ich verstehe es nicht. Ich mache das so, wie es da steht, aber es scheint nicht das Richtige zu sein. Wahrscheinlich mache ich es dann eben doch nicht, wie es da steht. Cool. Ja, weiß nicht, ob das so richtig war. Cool. Genau so. Oh, das hätte, glaube ich, ganz gut werden können. Aber irgendwie passt es doch nicht so ganz, wie ich das möchte. Bam. Das war, glaube ich, bisher der beste Versuch, wenn ich da nicht gestruggelt hätte. Ah, jetzt kommt wieder die Müdigkeit. Das bringt nichts. Ich werde hier nur... Nee, nee, komm. Wir hören auf. 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 Ich merke es. Es ist nichts. Es ist nichts. Ich würde mit dem Level das nächste Mal anfangen. Ich glaube, das ist das, was wir am ehesten schaffen werden. Also am schnellsten. Danke fürs Zuschauen und tschüss.